Das ist, glaube ich, das schrägste Vortrags-Setup, das ich je gehabt habe. Hallo, mein Name ist Peter Mestl. Jetzt kommen gleich Slides von mir hoffentlich. Ich arbeite bei User Center Strategy, kurz UCS. Danke. Jawohl, genau. Wir veranstalten die Nürnberg Web Week und sind eine Beratungsfirma für alles, was online, digital und Social Media ist. Die Mehrwertzone beraten wir auch. Genau, ein Kunde von uns ist Bayern. Nicht ganz Bayern, sondern die Bayern Tourismus Marketing GmbH. Wie alle Bundesländer oder Urlaubsdestinationen hat Bayern auch eine Firma, die sich darum kümmert, dass Leute nach Bayern zum Urlaub machen kommen. Und dann nicht nur nach Neuschwanstein, nach Rothenburg fahren oder hier auf die Burg, sondern auch mal spannende Sachen machen. Wir haben für Bayern einen Instagram-Account aufgebaut. Da geht es gar nicht so viel, was ich euch jetzt erzähle, um Tourismusmarketing. Ich habe schöne, viele Bilder und noch ist Luft, noch könnt ihr gucken. So, das ist das, was ich gerade erzählt habe, was UCS macht. Jetzt kommen wir zu Bayern. Instagram ist ein Community-Thema. Instagram kann man nicht betreiben wie irgendwie eine Facebook-Seite oder einfach mal ein paar Postings machen, Reichweiten schalten. Ein erfolgreicher Instagram-Account bedeutet immer, ich habe eine Community. Im Tourismusmarketing, habe ich was sehr Schönes, eine sehr klassische Marketingmaßnahme, das sind Postkarten. Ich mache ein schönes Bild, das können die Leute kaufen. Und das Individuelle, das Persönliche kommt dadurch, dass sie hinten drauf eine Geschichte schreiben. Wir haben eine Kuh gesehen, Käsespatzen gegessen und so Quatsch. Das heißt, sie haben vorgefertigte Bilder und individualisieren die, geben die persönliche Note, indem sie die Geschichte drauf schreiben. Sowas Ähnliches probiert klassisches Tourismusmarketing auch, die überinszenieren. Das ist der Herr Keilhofer, der ist Drechsler irgendwo aus dem, irgendwo, wo Berge sind. Und nebenbei hat er noch eine Punkband und der war 2015 eins der Werbegesichter für Bayern Tourismus. Das ist so klassisches Überinszenieren. Problem, solche Bilder sind zwar cool auf dem Katalog, aber auf Instagram ist relativ schnell langweilig. Das da oben in Nürnberg, auch so, das sind halt einfach klassische Tourismusbilder. So, das ist das, was auf Instagram läuft. Die Bilder kommen nachher noch, größere Bilder. Auf Instagram inszenieren die User selber. Der Bayern-Account postet keine eigenen Bilder. Der Bayern-Account repostet nur Bilder. Mit der Taktik haben wir es geschafft, den Account letztes Jahr im April zu starten mit null und inzwischen bei so knapp 65.000 Followern zu sein. Die Followerzahl wird später noch wichtig merken. So, das machen die User. Das sind alles Userbilder. Und die User machen diese Bilder, die sind echt gute Bilder. Und die geben die uns und wir dürfen die einfach reposten. Und die User finden das total genial. Das ist das Beste, was dir auf Instagram passieren kann. Du musst nämlich keine Fotografen zahlen. Du musst dir inhaltlich nicht so viel überlegen. Doch, eigentlich schon. Aber du hast einfach Fotografen, die sich freuen und Reichweite von dir bekommen. Weil das ist das, womit wir sie quasi bezahlen, die Reichweite für ihre Bilder. Genau. Und also das sind die zwei Slides vorher auf einem Slide. Warum? Weil die beiden zusammen sollen so das Gesamtbild der Bayern Tourismus online geben. Jetzt plötzlich kommt Facebook. Wir können Instagram nicht als isolierten Kanal betrachten. Instagram ist für uns ein Thema, wo... Also die gesamte Tourismuskommunikation ist bildgetrieben und alles, was wir machen, zielt darauf ab, wo kriegen wir Bilder her? Wie können wir die Marke Bayern, die Tourismusmarke Bayern mit guten Bildern darstellen? Im Optimalfall, wie gesagt, mit Userbildern. So, genau. Als wir angefangen haben, hatten wir jede Menge Bilder aus Bayern. Was macht man auf Instagram, wenn man zu viele Bilder hat zu einem Thema? Hashtags. Genau, deswegen Dein Bayern für die deutsche Kommunikation, Visit Bavaria für die englische. Aktuell haben wir den Kanal nur deutsch gemacht, wir switchen jetzt irgendwann auf Englisch. Das Versprechen, wenn die Leute den Hashtag benutzen, ist, du bekommst Fame mit dem Hashtag. Wenn man sich das anguckt, es gibt üblichen Hashtags, wie heißt der Hashtag hier in Nürnberg, wenn man Fame will? Nürnberg.de oder IGAS Franconia oder so und so weiter und so weiter. Auch das ist einfach, wenn du ein Bild aus Nürnberg machst, diesen Hashtag verwendest, Leute gucken aktiv nach diesem Hashtag in Nürnberg, der Nürnberg.de-Account, like deine Bilder, du kannst an Wettbewerben mitmachen. Genau das Gleiche machen wir in Bayern im Endeffekt auch. Bei Bayern ist es sogar so, wir haben zu viel Content. Also wir haben jetzt mit den zwei ersten Hashtags, also mit den beiden, so 75.000 Bilder seit Anfang letzten Jahres. Ganz viele Themen. Tourismus hat ganz unterschiedliche Besetzungen. Wir haben zum Beispiel das Thema Badeurlaub in Bayern, was relativ groß ist. Da machst du halt in Bavarian Lakes, da kommen dann halt Gewässer mit drauf. So, Community Management, das ist der Teil, der tatsächlich Arbeit ist.
kompliziertes Leid. Was wir im Grunde genommen mit den Leuten machen müssen, ist ein... Ich trinke mal kurz was. So, was wir mit den Leuten machen, ist, ihnen zu sagen, wie funktioniert es, wenn du uns ein Bild geben willst, also eine Mechanik zu etablieren. Zum Beispiel, zeig uns ein schönes Bild von Bavarian Lakes. Das posten die Leute, dafür kriegen sie ganz viele Likes von uns, dafür bekommen sie ganz viele Likes von anderen. Und die besten dieser Bilder ziehen wir dann wieder in ein Facebook-Album rein, das war vorhin der Facebook-Screenshot, oder einfach Repost auf Instagram. Facebook, genau. Warum machen wir das? Wir haben das schon auf Facebook sehr lange gemacht. Eine der wichtigsten Funktionen für uns. Ups. Eine der wichtigsten Funktionen für uns auf Facebook ist. Thilo, erschreck mich nicht so. Ist das kleine Ding, was man hier unten sieht. Entschuldigung. Was man hier unten sieht. User können mit Bildern antworten. Wir haben nämlich ein sehr schönes. Im Tourismusmarketing ein sehr schönes Phänomen. Wenn Menschen in Urlaub fahren, haben sie ihr Handy dabei und machen Fotos. Wenn wir sagen. Zeigt uns ein Foto von irgendeiner Region, dann waren die Leute da im Urlaub und haben das Foto schon auf dem Handy. Das ist bei allen Sachen, die ihr in solchen Communities, in solchen Plattformen macht, wenn die Leute erstmal ein Foto machen müssen, ist das ein Problem, weil sie müssen das Foto machen. Im Optimalfall fragt ihr Bilder ab, die die Leute eh schon auf ihren Geräten, auf ihren Kameras oder auf ihrem Laptop haben. Wir kommen dann in Situationen, ach, die überspringe ich einfach. Wir haben gesagt, gebt uns Karwendelbilder, die Leute haben es uns gemacht, das ist jetzt alles Quatsch, machen wir es schneller. Gut, also, Pflichtprogramm für so einen Account, wir brauchen einen eigenen Hashtag. Wir brauchen eine Interaktion, wo wir mit den Leuten tatsächlich ganz viel interagieren können und daraus kriegen wir eine Community. Das ist so ganz klassisches Community-Management, so funktioniert Instagram. Jetzt ein bisschen das coole Zeug. Zu meinem Job gehört neben irgendwelchen Instagram-Accounts aufbauen auch ab und zu mal sowas. Wandern gehen mit Instagrammern in Bayern. Macht ziemlich viel Spaß. Gott sei Dank sind die Instagrammer alle sehr unfit, machen aber sehr schöne Bilder. Wir waren letztes Jahr im August mit 25 Instagrammern im Allgäu wandern, 2 Tage lang. Die Sternschnuppen, die man da sieht, gehören zur Wand. Schaut aber geil aus. Schon. Genau, also waren mit denen 2 Tage wandern, 25 Instagrammer, klasse, entspricht noch einem klassischen Influencer-Marketing, also man kauft sich irgendwelche Instagrammer, gibt denen Geld, dass die was machen dürfen. Nee, ist blöd, macht keinen Spaß, weil die machen dann nicht solche Fotos, sondern die gehen mit und machen irgendwie ein paar Fotos. Was wir da gemacht haben, wir haben mit einer kleinen Gruppe von Instagrammern, den German Roamers heißen die, gearbeitet. German Roamers machen die ganze Zeit solche Bilder von überall auf der Welt, ganz anstrengender Account. 4 Stück davon und um den Rest konnten sich die Leute bewerben, das ist dieses Ding. Also wir haben gesagt, hey, wenn ihr Bock habt, mit Bayern und den German Roamers wandern zu gehen und Fotos zu machen, bewerbt euch. Das haben wir mit 25 Leuten gemacht. Ganz viele Bilder, ganz viele schöne Bilder. Am zweiten Tag waren sie froh, dass wir nur noch an diesem Bächlein waren, weil die alle Blasen an den Füßen hatten und so. Das ist dabei rausgekommen, 500 Bilder etwa und 6 Millionen Impressions für das Thema Allgäu und für das Thema Berge in Bayern. Das Spannende daran, okay, das sind jetzt irgendwelche Zahlen, aber das Spannende ist, wir haben damit mehr gekriegt als unsere direkten Konkurrenten, gegen die wir auf Instagram arbeiten. Kanada, Australien, Südafrika. Also quasi, wir haben es wirklich damit geschafft, dass Bayern eine der Top-Locations für 2-3 Monate auf Instagram geworden ist. Von diesen 500 Bildern, die gekommen sind, sind bloß 100, 200 bei der eigentlichen Veranstaltung entstanden. Instagrammer haben ziemlich hartes Rudelverhalten. Wenn mal ein Instagrammer irgendwo war und was gemacht hat, dann gehen die anderen immer wieder hin. Letztes Jahr waren Hängebrücken in diesen alle. Es gibt eine Hängebrücke in Österreich und eine in Baden. Und diese beiden Hängebrücken gibt es ungefähr jetzt 100.000 Mal auf Instagram, weil der letztes Jahr im Februar dort war. So, Zahlen. 60.000 Abonnenten, habe ich schon gesagt. Wir haben bei 0 angefangen im August. Da ist wenig drauf, aber es ist ein ziemlich spannender Slide. Unsere Abonnentenzahl ist uns total wurscht, weil wir sehen können, dass wir von Anfang an die gleiche Interaktion hatten. Also wir haben immer so 15.000 bis 20.000 Leute pro Monat, die mit unseren Bildern interagieren, die da ganz viel machen. Das war aber so, als wir 10.000 Abonnenten hatten, das war so, als wir 20.000 hatten und es ist nicht wesentlich gestiegen, jetzt, wo wir über 60.000 haben. Das heißt, dieses ganze, wie große Follower hat der? Quatsch. 1 Million User-Likes, 10.000 Kommentare.
da steht eine 1000. 1000 Bilder pro Tag geliked. Das ist der Durchschnitt über die letzten 8 Monate. Das ist das, wofür wir jemanden haben. Bei uns sitzt jemand, der liked 1000 gute Bilder pro Tag. Es ist nicht ein Bot, der irgendwie sagt, okay, Hashtag Bild, 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 Bild. Nein, da hockt wirklich die Ramona da, guckt sich den ganzen Tag Bayern-Bilder an und sagt, okay, ja, schönes Bild, schönes Bild, schönes Bild und liked die. Und die, die richtig gut sind, werden gespeichert und werden angefragt, dass wir sie reposten dürfen. Mega Aufwand, aber so funktioniert Instagram leider. Key Learnings, und dann komme ich auch schon zum Schluss. Der Instagram-Feed ist eigentlich relativ wurscht, ist eigentlich total wurscht. Also dieses wann poste ich was, wie oft poste ich pro Tag Sachen, über die man sich bei Facebook ganz viele Gedanken macht, spielt auf Instagram keine Rolle. Was viel, viel wichtiger auf Instagram ist, wie schaut euer Account aus? Sind die Bilder auf dem Account valide? Sind da immer Bilder drin, die sich wiederholen? Ist da ein Muster drin? Bei den German Roamers ist einer dabei, Münch Max heißt er auf Instagram. Wenn ihr euch den Account anguckt, der achtet darauf, dass die Bilder, die nebeneinander dargestellt werden, ineinander übergehen. Weil er gemerkt hat, dass er dadurch mehr Interaktion und mehr Follower auf seinem Account hat und dann immer auch gleich auf alle 3 Bilder, die nebeneinander sind. Und ich meine jetzt nicht diese komischen Bilder, wo man ein Bild zerschneidet in 3 Bilder und dann als 3-mal postet, sondern der hat links das Berg von dem Bild und der Berg läuft aus im nächsten Bild in einen Fluss rein. Der Fluss läuft aus in eine Ebene. Also da sind immer so Linien drin und so Kram. Der Typ ist Komponist, der hat mir mal erklärt, in der Musik macht man das genauso. Also so funktioniert Instagram und das sind nachgewiesenermaßen oder messbar auch Sachen, mit denen man einen Account optimieren kann, Interaktion optimieren kann. Du hast auf Instagram 2 Möglichkeiten, um einen relevanten Account zu kriegen. Massive Interaktion, das ist das, was wir machen, oder bezahlen. Dadurch, dass die, wer schon mal geguckt hat, was für Werbeformate es auf Instagram gibt, die sind relativ doof. Eigentlich kann man da nur Werbung schalten, damit die Leute auf Webseiten klicken. Das heißt, das Bezahlen ist auf Instagram relativ uninteressant. Also Interaktion, 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 1000 Bilder pro Tag. Und das war's. Danke, Peter.